Er ist ein Finalfaktor. Cristiano Ronaldo. Keine 180 Sekunden. Und Madrid erhöht von 1-1 auf 3-1. Casemiro. Hier Wegbereiter, hier wieder. Typisch für die zweite Hälfte. Dieser schnelle Ballverlust bei Mandzukic. Und das lernt man ziemlich früh im Fußballerleben. Sich nicht zum Ball, sondern vom Ball wegbewegt. Und Modric, der muss gar nicht schauen, weil er weiß, wo Ronaldo auf diesen Ball wartet. Dieses Real Madrid funktioniert eben auch als Mannschaft und nicht nur dank einzelner Genies und Superstars.